In einer rhythmusbrünigen Skala gibt es keine Halbtöne. Es gibt die Ganztöne, wohl, also der Ganzton in drei geteilt, das ist dann der Dritteltod. Und wenn ich jetzt hier dritteltönig arbeite in der Notation, mache ich das mit halben Pfeilchen. Und das ist jetzt über Triller eingeführt und gibt eine sehr weiche, eigentlich nicht dissonante Wirkung. Der Drittelton hat etwas sehr Atmosphärisches. Was ist jetzt normale Stimmung? Weil, wenn man das so hört, sagt man sehr schnell, ach, das ist aber hässlich, das ist nicht gut gestimmt. Das sind nur Hörgewohnheiten. Und tatsächlich schafft es dieses Stück, dass wir am Schluss nicht mehr wissen, was ist jetzt ein reines Ass? Ist es das, was wir landläufig kennen? Oder ist es ein Drittelton zu höher oder ein Drittelton tiefer? Ich finde das so spannend. Also man verändert sich, man ist nicht der gleiche Mensch, wenn man das erlebt hat, wie vorher. Und das wäre vielleicht der Beweis, dass Musik bewegen kann, im besten Sinn des Wortes. Also es geht nicht nur darum, dass Musik immer schön und happy zu sein hat, sondern dass sie etwas in uns bewegt, vielleicht auch etwas in Gefahr bringt. Und wenn es nur die Gewohnheit ist, dann ist schon viel erreicht. In den arabischen Makamat kommen eigentlich nicht Dritteltöne vor, sondern die sind andere Intervalle. Vielleicht kannst du mal Sabah, das ist also ein Modus der Trauer. Beginnt auf D. Und endet in Des. Also es geht von D nach F. Ja, also diese Intervalle habe ich verwendet, auch in der Singstimme. Und sie sind ja arabisch. Und in dem Sinn ist das dann der arabischen Tradition schon näher, obwohl ich ja keine arabischen Melodien zitiere oder irgendwie mich direkt auf arabische melodische Vorbilder stütze oder so. Klaus Huber hat darüber geredet, Ass sei ein Ton der Liebe, ich glaube. Und das geschieht ja in der Colombe. Wenn Sie so wollen, geht das Stück über einige Umwege von einem Zentrum B, ist die Reise mit Umwegen, verschleierten Umwegen. Und wenn Sie so wollen, ist das eine absteigende Sekunde und wir wären bei der Renaissance-Musik, wo das... Das ist ein Seufzermotiv bei Purcell. Und das hat mit Klage zu tun. Also er hat diese Thematik von Anklage, Klage, Nachdenken über Verlustgeschichten, sei das Gefühl für Zeit, sei das Gefühl für Sensibilität, sei es Gefühl für Ungerechtigkeit, Senfkorn beispielsweise. Da nimmt ihr dann plötzlich einen Bachchoral. Ich würde das auf jeden Fall machen. Das vielleicht auch. Vielleicht sogar das auch noch. Come on, you, et panos cum hedo, accumat, re tulo.
Großmächte sind wie die Blumen auf den Wiesen und die Weltmächte wie Rauch.